Ich will mir nur ein neues Smartphone kaufen. Doch in den Informationen könnte man auch ersaufen. Es fühlt sich an, als hänge man eine Ausbildung dran. Man ist schnell schlauer als der Eppesdorf-Fachmann. Aber der Lehrer hat gesagt, man soll sich gut informieren, bevor man etwas kauft. Ansonsten könne er garantieren, dass man schnell über den Tisch gezogen wird. Ist mir egal, ich dreh durch und bin schon völlig frustriert. Und wer soll mir die ganze Zeit bezahlen? Vielleicht sollte ich doch besser einen Fachmann fragen. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Der Informationsflut, das ist der Segen, aber auch der Fluch. Das ist der Segen, aber auch der Fluch, der Informationsflut. Im Internet gibt es Milliarden von Informationen, vom Bau einer Bombe bis zum Anbau von Bohnen. Dr. Online, Dr. Schnagel, sie sind alle vertreten. Wenn du etwas wissen willst, musst du nur suchen und lesen. Oder du guckst dir eins der unzähligen Videos an. Heute gibt es nichts mehr, was man nicht auch filmen kann. Von musizierenden Tieren, kotzende Kids auf allen Vieren, unzählige Menschen, die sich selbst inszenieren. Und von mir Videos von mir und von dir. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Der Informationsflut, das ist der Segen, aber auch der Fluch. Der Segen, aber auch der Fluch, der Informationsflut. Meine Oma hatte Elektrokrams, damals schlichtweg verbannt. Sie ist statt online zu bestellen lieber in den Quelle-Shop gerannt. Sie hat den Segen an der Sache damals einfach nicht erkannt. Heute siehst du jede Oma mit dem neuesten Smartphone in der Hand. Ja, das ist der Segen, aber auch der Fluch. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Der Informationsflut, das ist der Segen, aber auch der Fluch. Das ist der Segen, aber auch der Fluch. Der Informationsflut.